Liebe Freunde, mit dem Bildungsplan 15 der baden-württembergischen Landesregierung stehen wir in einem Kulturkampf, der über die Grenzen dieses Bundeslandes hinausgeht. Wir haben diesen Kulturkampf nicht gesucht, er ist uns aufgezwungen worden. Herr Kretschmann, Sie können diesen Kulturkampf mit der Gender-Ideologie nicht gewinnen. Weil er gegen die Natur, gegen die Vernunft und gegen Gott ist. Es ist höchste Zeit, den Widerstand zu organisieren. Wir verlangen nicht, dass der Bildungsplan 2015 modifiziert wird. Er muss insgesamt zurückgezogen werden. Um die Herausforderungen unserer Zeit zu bestehen, brauchen wir Männer und Frauen, die nicht durch die Gender-Ideologie verunsichert und manipuliert sind und ihre Identität verlieren. Wir stellen uns im Interesse unserer Kinder, unserer Familien und unserer Gesellschaft diesem Kulturkampf. Und wir werden ihn gewinnen. Danke. Ja.